Stell dir vor, eines schönen Tages würdest du von einem Hubschrauber aus mit verbundenen Augen irgendwo abgeworfen, also glücklicherweise mit einem Fallschirm, aber du würdest irgendwo landen und hast keine Ahnung, wo das ist. Irgendwo ein Wald. Du hättest sofort zwei Fragen, die unausweichlich in dir wären. Die erste ist die Frage, ja, wo bin ich hier? Das ist ganz wichtig, dass ich weiß, sind da Straßen oder gibt es da vielleicht einen Fluss oder gibt es eine Stadt, wo ich irgendjemand treffe, der mir helfen kann, wo bin ich? Und zweitens, was soll ich jetzt tun? Ja, wenn ein Bär zum Beispiel dir gerade hungrig entgegenläuft, dann ist die Frage schnell beantwortet, dann musst du weglaufen. Oder wenn die Dämmerung anbricht, musst du vielleicht überlegen, oh, es wird kalt, ich muss ein Feuer machen. Das wären so Fragen, die du hättest, wenn du mit einem Hubschrauber irgendwo abgeworfen wärst. Und wenn du genauer überlegst, wir sind ja in einer ähnlichen Situation. Wir sind zwar nicht mit einem Hubschrauber abgeworfen worden, aber im Leben abgeworfen. Und diese zwei Menschheitsfragen, sowas, ich sag mal, wo bin ich? An was kann ich mich orientieren? Was macht dieses Universum aus? Was ist das für eine Welt? Und läuft die irgendwo hin? Und woher kommt die eigentlich? Was ist das für ein Ort? Und die zweite Frage, ja, was soll ich jetzt bitte tun? Wie soll ich leben? Was sind die wichtigsten Dinge? Sind Fragen, die jeder Mensch hat. Man könnte natürlich auch weitergehen und sagen, ja gut, es sind Fragen, die nicht nur jeder Mensch hat, sondern es sind die absolut riesengroßen Menschheitsfragen. Interessant ist, wenn du auf die Welt kommst und du denkst, ja, in was für einer Welt lebe ich? Ist dieses Universum so oder so beschaffen? Oder wenn du die Frage stellst, was soll ich tun? Ist es jetzt gut, wenn ich meinen Vater erdolche oder soll ich es lieber nicht tun? So, dann bist du nicht der Erste, der diese Frage stellt, sondern du bist eingebettet in eine Menschheitsgeschichte. Da gibt es zum Beispiel die Philosophiegeschichte. Philosophen denken seit Jahrhunderten darüber nach, was ist die Beschaffenheit der Realität zum Beispiel. Oder was ist ethisches Handeln? Wie der Kant sagt, das darf ich hoffen, was soll ich tun? Ne? Oder auch die Religionen, die Mythologien der Welt erzählen Geschichten drüber. Die einen sagen, ja, wir leben auf einer großen Kreisscheibe, die gehalten wird von irgendwelchen Seeungeheuern und drüber leben die Götter. Das ist eine Aussage über das, wie diese Welt beschaffen ist. Und wenn man die Götter dann gnädig stimmt durch Opfer oder weiß ich nicht, oder immer meditiert und sowas, dann ist es eine Antwort auf diese Frage. Ich möchte euch heute aus all den möglichen Antworten oder all den möglichen Texten über diese Frage, die Menschheit produziert hat, den einflussreichsten Text vorstellen, und der ist die Bibel. Und die Bibel ist heute Abend Gegenstand unserer Betrachtung, unabhängig davon, ob du glaubst, dass es Relevanz hat und wahr ist, was drin steht. Warum greife ich ausgerechnet die Bibel? Warum jetzt nicht die Bhagavad Gita? Warum nicht das Kommunistische Manifest? Warum nicht mein Tagebuch aus meinen Jugendjahren? Wäre bestimmt auch interessant. Aus einem einfachen Grund, ich behaupte, dass kein anderes Buch so eine Relevanz hat für die Entstehung dessen, was wir die moderne Welt nennen. Man könnte auch sagen, die westliche Welt, aber es ist nicht nur die westliche Welt, es ist auch Afrika, es ist auch der Nahe Osten, es sind sogar weite Teile Asiens, die in irgendeiner Weise im Laufe ihrer Geschichte mit einer Aussage aus diesem alten Buch in Berührung kamen auf eine Art und Weise, dass sie alles verändert hat. Wenn du das jetzt nicht glaubst und sagst, ja, das klingt jetzt irgendwie theologisch. Ich habe Literaturwissenschaft studiert. Und eines Tages in einer Vorlesung Einführung in die allgemeine Literaturwissenschaft, einer der ersten Vorlesungen überhaupt, hat der Professor gesagt, Edmund, das Wichtigste, was du wissen musst, wenn du europäische Literatur verstehen willst, du musst die Bibel kennen. Und zwar, weil du zum Beispiel Goethe nicht verstehen kannst, du kannst den Werther nicht lesen, wenn du nicht checkst, dass im Werther etliche Bibelzitate drin sind, wie zum Beispiel die Krankheit zum Tode. Du kannst Shakespeare nicht lesen, weil Shakespeare voll ist mit Bibelzitaten. Und es geht weiter und weiter. Unser westlicher Literaturkanon ist verwoben mit Anspielungen auf die Bibel, die du nicht verstehst, wenn du die Bibel nicht kennst. Kannst du sagen, okay, dann lese ich das alte Zeug halt nicht, interessiert mich eh nicht. Dann darfst du aber auch in kein Museum gehen. Egal ob im Louvre oder im Kunsthistorischen Museum, egal welcher Stadt, findest du Werke, da ist irgendwie David und Goliath drin oder Jesus und die Samaritanerin. Wenn du nicht weißt, was das für eine Geschichte ist, bleibt dir kulturelles Wissen verschlossen. Du kannst nicht mal Stadttore in Deutschland oder irgendwelche Schlösser verstehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Bibelinschrift irgendwo ist, ist wahnsinnig groß. Das ist unser kulturelles Fundament, auf dem wir stehen. Jetzt kannst du sagen, dann schaue ich mal keine alten Schlösser an. Dann darfst du aber auch nicht in einer westlichen Demokratie leben, denn die Art und Weise, wie wir über Demokratie denken, ist zutiefst, ja, wovon geprägt? Vor ein paar Jahren ist Barack Obama aus dem Amt verabschiedet worden
Und eine, jetzt mal unabhängig davon, ob du ihn magst und was du von ihm hältst, aber eine der Dinge, die oft über ihn gesagt wurde, ist, dass er ein Beispiel war für Servant Leadership. Also für eine Art und Weise, mit einem politischen Amt umzugehen, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass ich mich bereichere oder dass alle mir huldigen und ich der Tollste bin und ich meine Gegner erledige, sondern dass ich als erster Diener des Staates da bin. Wir finden es heute völlig normal, natürlich die Politiker sind die ersten Diener des Staates. Diese Denkweise ist der griechischen Antike fremd, ist der römischen Antike fremd, ist den alten Germanen und ihren Heldensagen komplett fremd. Da köpft der mächtigste Held erstmal alle anderen und der am meisten köpft, wo am meisten Blut spritzt, der ist der Tollste. Es ist auch der islamischen Kultur tendenziell fremd. Es ist der alten indischen Kultur fremd, es ist der alten chinesischen Kultur fremd, dem chinesischen Kaiserreich fremd. Woher haben wir diese Vorstellung, dass der oberste Leiter der sein soll, der als erster der Diener ist? Wir haben diese Vorstellung aus der Bibel. Also, egal ob du glaubst oder nicht, an kulturellem Wissen ist dieses Buch das wichtigste Buch der Menschheit. An Bedeutung, an Auswirkung auf andere Dinge ist dieses Buch das einflussreichste. Und deswegen möchte ich es euch vorstellen. Wenn du dir vorher mal vorgestellt hast, irgendwo in einem wilden Gelände abgeworfen worden zu sein. Jetzt habe ich schlechte Nachricht für dich. Die Bibel ist selber auch so ein wildes Gelände, dass du abgeworfen wirst. Wenn du irgendwo mal versuchst anzufangen, ich habe eine schöne Grafik für euch. Das hier ist, also unten dieses Weiße symbolisiert praktisch alle einzelnen Bibelstellen und diese farbigen Linien drüber zeigen, wo eine Bibelstelle auf die andere Bezug nimmt. Das heißt, die Bibel ist nicht ein Buch, sondern es ist eine Sammlung von Texten, die über Jahrhunderte hinweg entstanden ist und die ständig aufeinander Bezug nimmt. Das kannst du jetzt erstmal toll finden, so Regenbogen oder sowas, aber du kannst es auch fühlen wie in einem Dickicht, wo du dich verloren fühlst. Tatsächlich ist die Bibel an manchen Stellen ein bisschen wie ein Gebirge. Und da gibt es Schluchten, da kann man sich verirren und da gibt es Täler und da gibt es steile Aufstiege. Und du kannst dich auch in der Bibel fragen, wo bin ich denn hier gelandet und was soll ich mit diesem Buch eigentlich tun? Und um hier ein bisschen Orientierung zu bringen, gebe ich euch ein kleines Koordinatensystem. Wenn du mal im Gebirge gewandert bist, ich weiß nicht, ob du das mal getan hast, brauchst du im Wesentlichen zwei Dinge. Du brauchst einen Kompass, du musst wissen, wo ist Norden und Süden. Und wir verwenden diese erste Frage, wo bin ich, mal als eine Koordinate sozusagen in der Navigation dieses Gebirges der Bibel. Und das Zweite, was du brauchst, wenn es hoch, rund, runter geht, ist ein Höhenmesser. Das ist ganz wichtig, wenn du mal berggestiegen bist, ist sehr entscheidend, ob du 800 Meter Aufstieg vor dir hast oder 100 Meter. Ja? Das Zweite ist praktisch die Breite, also die zweite Dimension. Und ich möchte mit euch jetzt dieses Gebirge der Bibel einfach hinsichtlich dieser zwei Themen einmal durchgehen. Diese Frage, was ist denn diese Erde? Wo sind wir da denn hingelandet, hingekommen? Und zweitens, was ist jetzt der Anruf an uns? Also was sollen wir jetzt tun? Das ist nicht die einzige Möglichkeit, durch die Bibel durchzugehen, aber es ist die, die ich euch jetzt mal zeige. Denn entscheidend ist, die Bibel ist nicht 1:1 ein vom Himmel gefallenes Textbuch wie ein Gesetzbuch, sondern es ist tatsächlich ein Gebirge von höchst unterschiedlichen Perspektiven und nicht alles in der Bibel hat die gleiche Relevanz. Nicht alles in der Bibel ergibt auch aus sich selber heraus gleich eine Gesamtübersicht. Du kannst skurrile Sachen in der Bibel finden, du kannst grausame Sachen finden, entsetzliche, du kannst poetische, du kannst lustige finden. Und ich bin auf eine zentrale Aussage, wo die Bibel über sich selbst spricht, gestoßen, und zwar im Psalm 119. Der Psalm 119 ist ein Loblied auf das Gesetz Gottes. Und hier steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Im hebräischen Original heißt es Rosh. Rosh ist auch das Haupt, der Kopf, das Oberste. Und Wahrheit, da steht Emet, da könnte man auch sagen Treue. Also man könnte den Satz auch übersetzen, das Haupt deines Wortes ist die Treue. Also da gibt es offensichtlich ein Haupt, da gibt es einen Gipfel, da gibt es etwas, wo das zusammenläuft. Und das hat mit Wahrheit zu tun. Und ganz wichtig, das heißt, hier steht nicht, jeder einzelne Buchstabe
deines Wortes ist an sich schon die volle Wahrheit. Das ist nämlich nicht. Sondern die Summe, ne, wie eine Gleichung oder eine Rechnung, wenn du Dinge addierst, da kommt am Schluss was raus. Und das ist als Summe die Wahrheit. Und deswegen müssen wir die Bibel als Kontext, als Landschaft betrachten und nicht nur einzelne Verse rausklauben. Das ist ganz entscheidend. Ja, worum geht es denn überhaupt in der Bibel? Wie ein Buch anfängt, ist immer relativ wichtig. Und die Bibel beginnt mit einer Geschichte, dass Gott und Mensch, Himmel und Erde, göttliche und menschliche Sphäre eins sind. Das ist diese Situation von Garten Eden. Gott geht im Garten Eden spazieren, Mann und Frau sind unter sich und sind nackt und sind im Garten und es ist Einheit. Es gibt eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft zerbricht aber gleich ganz am Anfang aufgrund des Misstrauens des Menschen. Es gibt hier eine Abfallbewegung und es bleibt unten so Dornen und Wüste und Wirr. Und der Mensch ist praktisch aus diesem wunderbaren Zustand verstoßen. Und jetzt könnte man überlegen, okay, wie geht es jetzt weiter aus dieser Situation? Und in dieser Situation der Krise ist Gott derjenige, der Kontakt mit dem Menschen aufnimmt. Das ist ganz wichtig. In anderen Mythologien und Religionen ist es oft anders. Da sind den Göttern eigentlich ziemlich egal, weil sollen die Menschen erstmal Opfer bringen. Aber in diesen heiligen Schriften Israels, besonders im Buch Genesis, ist es andersrum. Der Erste, der auf die Suche nach Kontakt und Verbundenheit geht, ist Gott. Und der Erste, mit dem er überhaupt spricht, ist Abraham. Und er sagt zu Abraham, erstmal, ich will einen Bund mit dir schließen, aber der Bund ist gar nicht wirklich auf Gegenseitigkeit beruhen. Also nicht irgendwie so, du musst dich jetzt an die und die und die Sachen halten, sondern es ist erstmal nur ein Ausgreifen auf Abraham, vertrau mir, glaub mir einfach. Und dann geht es weiter. Es gibt ein ganzes Volk, das aus Abraham entsteht, das sind die Juden. Dazu geht es dann im zweiten Buch in Exodus, wo Gott sagt, ich will nicht nur Kontakt irgendwie mit euch haben, sondern ich will euch rausführen aus eurer gefallenen Situation. Und diese gefallene Situation im Buch Exodus ist tatsächlich Sklaverei. Und Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr, mein Volk, ein Sklavenvolk seid. Jetzt kannst du sagen, okay, das ist schon mal toll, Gott ist also so ein Human Rights Activist, er ist gegen Sklaverei, das ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit. Das zweite ist aber, er hat einen Sinn dahinter und Gott sagt schon mal, ich will euch nicht nur rausführen aus der Sklaverei, sondern ich will euch hineinführen in etwas. Und dieses in etwas, in das er sein Volk hineinführen will, das nennt er seinen Bund. Und er sagt, jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk gehören. Das ist eine interessante Aussage, ein heiliges Volk. Also Gott sagt, okay, wir können jetzt nicht zurück hier zu Garten Eden, aber ich will etwas erschaffen und das ist ein Volk. Ein heiliges Volk, wo Himmel und Erde ein Stück weit wieder zusammenkommen. Und das nicht einfach nur, weil Gott sagt, ja, ich hätte es einfach gerne, dass ihr meine Gebote befolgt, weil das geht ja auch dann gleich los, wenn du das erste Mal liest, Exodus, boah, da sollen die dann alles Mögliche gleich machen und sich dann mal gleich beschneiden und waschen sollen sich und alles Mögliche. Kann man sagen, wie verklemmt ist das eigentlich? Gott gibt aber von Anfang an mit, was eigentlich sein Herzensanliegen dahinter ist. Er sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist eine interessante Aussage. Er sagt nicht, ich soll mein Heiligtum machen, weil die Engel im Himmel, die reichen mir einfach nicht. Ich brauche ein bisschen mehr Unterhaltung. Sondern das, was Gott anleitet, diesen Raum erschaffen zu wollen, das ist Sehnsucht. Man könnte sagen, Sehnsucht nach Nähe, nach Begegnung. Ich wäre gerne nicht nur irgendwie im Himmel, sondern ich möchte gerne wieder zurück, um bei Menschen zu wohnen. Und das ist der innere Gedanke, das ist diese Bewegung hier, ist der erste innere Gedanke, der sich durchzieht durch die ganze Bibel. Allein das, allein mit diesem Koordinatensystem,
Also wo bin ich? In was für einer Welt leben wir? Antwort ist, wir leben in einer Welt, die gefallen ist aus der Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott geht auf den Menschen zu und wünscht sich, dass wieder ein Freiraum entsteht, ein abgegrenzter Bereich, wo er mit uns Nähe haben kann. Allein nur mit diesem Navigationssystem kannst du schon sehr, 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 sehr viel in der Schrift einordnen. Das ist ganz wichtig. Es gibt in der Bibel viel Zeug, was kein Mensch versteht. Ich auch nicht. Und so. Und es ist auch nicht so schlimm, wie im Gebirge auch. Du musst nicht jeden Dachs streicheln und jedes Pfeilchen pflücken, sondern es ist wichtig, wo der Weg ist. Ja? Die Summe deines Wortes ist Weisheit und ist Wahrheit, dass du den Weg durchfindest durch dieses Geröll. Und alleine mit diesem Blick siehst du schon mal, okay, in Genesis geht Gott zu auf Abraham und dann auf Isaac und dann auf Jakob und die machen sich auf die Suche nach der perfekten Braut. Es geht immer im ganzen Buch Genesis um Sehnsucht nach Begegnung und Nähe. Und das ist auch die innere Mitte, warum Gott sein Volk im zweiten Buch der Bibel, ich gehe jetzt übrigens durch alle Bücher der Bibel durch, ja? Exodus sein Volk herausführt, nicht einfach nur, dass sie nicht mehr in der Sklaverei sind, sondern damit sie in der Wüste mir dienen, damit sie mein Volk werden können. Und deswegen gibt es dann das dritte Buch Levitikus, wie ein Heiligtum zu machen ist. Nicht, weil Gott sagt, mir ist es unfassbar wichtig, wie der Weihrauch riecht, sondern weil er Menschen auf der Stufe ihrer kulturellen Entwicklung, hey, der spricht zu Menschen in der Eisenzeit, Menschen trainieren möchte, sich abzusondern, nicht alles mitzumachen, nicht teilzuhaben an allen Gräueln der Umweltvölker, um einen heiligen Bereich abzugrenzen, damit Gott ihr Gott sein kann. Und im Buch Numeri geht es weiter, dieser Konflikt zwischen irgendwie hängen wir noch im Alten drin und wollen uns nicht so richtig einlassen aufs Neue, in Deuteronomium im fünften Buch auch. Gott ist aber dieser gemeinsame Wunsch, dieses gemeinsame Projekt eines Landes, der Gemeinschaft, so wichtig, dass er aufs Volle geht. Er riskiert sogar Kriege. Das Buch Richter ist schwer für uns zu verstehen, weil Gott sagt, hey, da gibt es Völker im Land Kanaan, die sind so fertig, die sind so kaputt, ihr müsst gegen die kämpfen und dürft dieses Land nehmen. Juden haben das nie so verstanden, dass deswegen Angriffskriege gerechtfertigt sind, aber einmal mehr, wir sprechen von einer Zeit, weiß ich nicht, 2000 vor Christus, ein paar tausend Jahre bevor das Gebot der Feindesliebe kam, musste erstmal das Gebot kommen, du hast ein Recht auf Land. Du darfst erstmal überleben. Versteht ihr das? Wie ein zweijähriges Kind muss erstmal lernen, du bist sicher, du hast einen Ort, bevor es nach und nach lernen kann, du darfst auch teilen und darfst auch vergeben. So ist Gottes Pädagogik auch. Er geht auf der kulturellen Stufe seines Volkes mit. Deswegen heißt es nicht, dass wir heute Länder angreifen sollen, weil das in der Bibel passiert ist. Nicht alles, was in der Bibel passiert ist, ist für heute ein Gesetz. Logisch? Summe meines Wortes ist Wahrheit. Die Summe, ja, das, wo der Weg hingeht. Der Weg geht weiter, aber Gott hat diese Sehnsucht nach Begegnung. Und das Volk will das und teilweise will es nicht. Und dann kommen die Richter, eine Zeit lang geht es gut, aber dann ist ein Richter wieder weg, dann geht es wieder schlecht. Und dann kommt schließlich der König Saul, weil das Volk will unbedingt einen König. Und Gott sagt eigentlich, boah, das ist total schade, ich wäre am liebsten gerne ihr König. Aber er lässt sich ein auf das Ding, dass es ein Königtum gibt. Und dann gibt es einen König David und es läuft eine Zeit lang relativ gut. Und dann gibt es einen König Salomo und irgendwie werden die Probleme größer. Du kannst sagen, gerade wo das Königreich für Israel da ist und auf der Stufe, auf der höchsten Stufe der Kultur fängt es an, brüchig zu werden. Und leider ist das weitere Alte Testament, wenn du es liest, zum Beispiel die ersten zwei Königbücher, die ersten zwei Chronikbücher, auch eine Geschichte davon, dass Gott sagt, ich will gerne unter euch wohnen. Also hier Pfeil nach unten. Aber das Volk sagt, bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Und leider ist das Alte Testament auch eine Geschichte von immer größerer Krise. Und dann stehen Propheten auf, Jesaja und Jeremia, und künden von dieser Sehnsucht Gottes und sagen, wie sehr hatte ich mich gesehnt, dass Zion, also dieses Reich, Gerechtigkeit wäre und dass ich dort wohnen könnte, aber ihr habt mich nicht gewollt. Und schließlich geht dieses Königreich verloren. Das Buch Klagelieder besingt, so wie Jerusalem zerstört wird von den Feinden. Und nachher gibt es zwar einen Neuanfang unter Esra und Nehemia. Das sind zwei biblische Bücher, die berichten, wie nach dem Rückzug, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft das Leben wieder losgeht. Aber es ist nicht mehr das Gleiche. Auch so Propheten wie Ezechiel, die halten diese Hoffnung hoch, eines Tages wird es nochmal so sein, dass Zion wieder erstrahlt im Glanz,
aber es bleibt im Alten Testament vage. Es wird nicht ganz klar, wie das wahr werden soll. Es wird immer apokalyptischer, es wird immer mehr in eine ferne Zukunft verschoben. Parallel zu diesem Strang der Erzählung, also Gott will unter seinem Volk wohnen, er will da sein, er will sich finden lassen, er will Begegnung in einem Volk, gibt es einen zweiten Strang. Und der zweite Strang hat damit zu tun, ja, was erwartet denn jetzt Gott eigentlich? Also Frage, was soll ich denn tun? Also ja, schön und gut, dass du bei uns wohnen sollst, aber was ist deine Erwartung an uns? Und das Interessante ist, wie ich vorher schon gesagt habe, die Erwartung an Noah ist der erste Bund und die Erwartung an Abraham ist der zweite Bund. Beides im ersten Buch der Bibel, Genesis, ist es erstmal gar nicht so konkret. Er sagt zu Abraham, geh weg aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. So, was ist hier der Bund? Der Bund ist erstmal einfach nur, hey, ich mag dich, Abraham. Ich zeichne das mal als brennendes Feuer. Das hat mit Liebe zu tun. Ich mag dich, Abraham, und du kannst mir vertrauen. Das Erste, was ich einfach will, ist ein Vertrauensvorschuss. Geh einfach mal los. Und letztendlich ist es auch im Volk Israel beim Auszug aus Ägypten immer wieder das Gleiche. Einfach die Frage, grundsätzlich, vertraust du mir, dass ich gut bin oder nicht? Und leider sehen wir beim Volk Israel von Anfang an auch wieder ein Zögern. Bei Abraham noch nicht, der ist ein Freund Gottes. Gott sagt zu Abraham, hey, wandle vor mir, geh vor mir und sei ganz an einer Stelle. Geh vor mir, hab Beziehung mit mir und geh mit mir, so wie du bist. Abraham lässt sich darauf ein. Beim Volk Israel später wird schon schwieriger. Es gibt eine ganz erschütternde Szene, die hat übrigens auch mit einem Berg zu tun und der brennt. Im Feuer kommt Gott auf den Sinai herab, das ist im Buch Exodus. Und du könntest denken, dass die Juden sagen, wow, das ist toll, endlich kommt Gott zu uns. Und stattdessen sagen sie zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Also wir sehen, wie diese Problematik im Garten Eden, wo die Schlange zu Eva sagt, nee, in echt ist das ein doofes Spiel, Gott ist überhaupt nicht gut und so weiter, das zieht sich im Menschen leider durch. Gott will ihm nahe kommen und der Mensch sagt, ah ja, Gott will reden, ja, nee, lieber nicht. Und es ist ganz skurril, Gott hat Sehnsucht nach Nähe und die Menschen hätten lieber gerne ein Gesetz. Also das Volk Israel sagt lieber, hey, sag uns, was verlangt wird, dann machen wir das, aber hier Feuer, Flamme und Gott begegnen, das ist uns ein bisschen zu steil. So, paraphrasiert gesagt. Und einerseits entsteht im Alten Testament mehr und mehr ein Umriss dessen, wie soll denn ein Volk in Gerechtigkeit regiert werden. Es werden Gesetze auch erlassen, es wird darüber nachgedacht, auch in so Büchern wie Buch der Sprichwörter, wie soll Gerechtigkeit gelebt werden. Aber es gibt eine interessante gegenläufige Tendenz. Und die ist die, dass es Gott vielleicht gar nicht in erster Linie um dieses Gesetz geht. Das beginnt schon im Alten Testament, nicht erst im Neuen. So komische Sachen. Ich habe euch vorher von König David erzählt. Und aus irgendeinem Grund ist dieser König David einer, der genannt wird, ein Mann nach Gottes Herzen. Also einer, der Gott besonders gut verstanden hat. Und auf König David gehen, zumindest der biblischen Tradition nach, ein Großteil der Psalmen zurück. Und es gibt einen interessanten Psalm, interessanterweise Psalm 51, das ist nach einem moralischen Fehltritt von David. Und da betet er, Schlachtopfer willst du nicht. Ich würde sie dir geben, an Brandopfern hast du keinen Gefallen. Kannst du sagen, warte mal, kurz. Griechische Antike, opfert man da den Göttern? Ja. Kelten und Germanen opfern ihren Göttern? Ja. Alle Religionen opfern ihren Göttern. Es ist revolutionär, dass David sagt, dir geht es nicht um Opfer, sondern was ist das, was Gott will? Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes, man könnte auch sagen, ein demütiges und bescheidenes Herz, wirst du Gott nicht verschmähen. Das ist revolutionär. So von wegen, Altes Testament ist irgendwie grausam und blutrünstig. Naja, auch. Aber hier geschieht eine Offenbarung, die mehr und mehr wie quer liegt nochmal von dem, dass Gott sagt, hey, ich bin interessiert an deinem Herzen. Und zwar mehr als an deinen Opfern, als deiner Regelerfüllung. Und quer durch besonders die prophetischen Texte im Alten Testament, wird diese Spur immer stärker. Zum Beispiel im Buch Hosea.
Hier sagt Gott selbst: Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Das heißt, Gott sagt, am liebsten hätte ich, dass ihr mich kennt. Was hat das mit was soll ich tun zu tun? Naja, alles. Gott offenbart mehr und mehr, was er in erster Linie will, ist nicht Gesetzeserfüllung, sondern er will in erster Linie gekannt werden. Er will in erster Linie Beziehung, er will in erster Linie Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird im Alten Testament so explizit und so ausschließlich und so leidenschaftlich gekennzeichnet, dass von Gott abzufallen sowas Ähnliches wie Treuebruch ist. Das heißt, Gott offenbart sich besonders später bei den Propheten von seinen Gefühlen her zunehmend wie ein Bräutigam. Auf dieser Achse hier zeige ich euch, wie Gott in der Schrift seine Gefühle offenbart. Das heißt, antwortend auf die Frage, was soll ich tun, sagt Gott, ich möchte gerne, dass du in meiner Nähe bist und mich erkennst, in dem, wie ich für dich fühle, wie ich für euch fühle. Und zwar wie ein Bräutigam, es zieht sich durch. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich, steht in Jesaja. Jeremia, kann denn eine Jungfrau ihren Schmuck vergessen, aber mein Haus, Volk Israel, du hast deinen Geliebten vergessen, steht in Jeremia. Im Buch Ezechiel gibt es eine Gleichnisrede, wie eine Frau untreu wird, obwohl der Geliebte ihr wieder und wieder nachgegangen ist. Und Gott sagt, so ähnlich ist das, das Volk Israel von mir weggelaufen ist. Aber im Buch Zephania die Verheißung, wie ein Bräutigam jubelt über seine Braut. Gott freut sich über dich, er erneuert seine Liebe zu dir. Im Buch Sacharja, das sind so die letzten Propheten im Alten Testament, wird immer klarer Gottes Sehnsucht, Zion heimzuholen, wie ein Geliebter seine Braut heimholt. Auch im Buch der Psalmen gibt es die Königspsalmen, wo es mit der Metapher des Bräutigams und der Braut beschrieben wird. Und natürlich im sogenannten Hoheslied. Das ist ein erotischer Text, der es in die Bibel geschafft hat. Man kann fragen, warum. Unter anderem natürlich, weil Gott Erotik fantastisch findet. Der hat sich die nämlich einfallen lassen. Aber auch, weil bereits die jüdischen Ausleger gespürt haben, diese Beschreibung der Liebe zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Mann und Frau, ist eine versteckte Beschreibung dessen, wie Gott eigentlich für uns tickt. Und es zieht sich durch wie eine rote Linie, dass Gott empfindet wie ein Bräutigam. Dann gibt es aber einen zweiten Pol in dieser gleichen Achse. Gott ist nicht nur der Nette, der dir jeden Tag einen Strauß Blumen bringt und sagt, wie großartig du bist, völlig unabhängig davon, was du tust, sondern Gott offenbart im Alten Testament eine zweite Seite und auch die hat mit Feuer zu tun und das ist das Feuer des Gerichtes. Wir hören das heute nicht mehr so gern, dass Gott sich auch als Richter bezeichnet und nennt, weil wir denken, das ist so angstmachendes Gottesbild. Das liegt unter anderem daran, dass wir in relativ gut situierten Verhältnissen leben. Ich bin auf dieses Bild gestoßen des großartigen südamerikanischen Fotografen Sebastião Salgado. Das ist ein Bild, das irgendwo in Erzminen im Kongo entstanden ist. Der hat sich zum Auftrag gemacht, Menschen in den ärmsten Situationen der Welt zu fotografieren. Menschen, die völlig entrechtet sind, die keine Chance haben, die wirklich die Sklaven des modernen Kapitalismus sind. Und die Bibel ist adressiert nicht in erster Linie an Abiturienten oder an irgendwelche Akademikerinnen im 21. Jahrhundert, sondern es geht sehr, sehr stark um jene, die entrechtet sind, die arm sind. Und dieses Bild, dass Gott Richter ist, musst du verstehen als Gott ist ein Richter, das heißt, er ist ein Anwalt der Waisen, der Witwen, der Entrechteten, jener, deren Rechte mit Füßen getreten werden. Ein Richter ist einer, der was richtet. Ja, wenn was kaputt ist, muss gerichtet werden. Und in dieser Welt ist vieles kaputt an gesellschaftlichen Verhältnissen, ist vieles, was nicht okay ist. Ist natürlich auch nicht alles okay in unserem Herzen, aber Richter nicht im Sinne von, du bist ganz böse, sondern im Sinne von, er will was richten, weil so wie es jetzt ist in der Welt, ist es nicht gut. Und auch davon ist das Alte Testament voll. Am deutlichsten, also natürlich, wir haben schon gemerkt, auch allein schon in Exodus, dass Gott sagt, es ist Unrecht, dass mein Volk in Sklaverei ist. Gott ist nicht einverstanden mit Sklaverei, auch nicht mit innerer Sklaverei.
Gott möchte immer die Befreiung des Menschen. Und zwar die äußere, aber auch die innere Befreiung, auch von dem, was dich innerlich in Unfreiheit hält. Und die tiefste Unfreiheit im biblischen Denken ist die Sünde. Noch tiefer als Pharao wird das Volk versklavt von den kleinen Pharaonen im Inneren, ja? von den kleinen Götzen im Inneren, aber auch äußerlich. So ein Prophetenbuch wie Amos ist eine schallende Anklage an die Reichen, denen das Schicksal der Armen egal ist. Das Buch Joel ist ein Aufruf, kehrt um zu mir, bleibt nicht da stehen in eurer Beliebigkeit, kehrt um zu mir mit Fasten, Beten und Buße. Und Gott als Richter ist auch spannend. Er erbarmt sich zum Beispiel auch einer völlig ungläubigen Stadt Ninive, einfach nur, weil sie zeigt, dass sie umkehrt. Das ist im Buch Jona. Der Richter ist also durchaus, auch beziehungsorientiert. Im Buch der Sprüche wird viel darüber nachgedacht, was ist Gerechtigkeit, wie sieht gerechtes Leben aus, wie solltest du umgehen mit spezifischen Situationen. Und auch das gehört dazu, das Buch Hiob stellt auch die schwierige Frage, wie kann Gott der gerechte Richter sein, wenn doch der Gerechte leidet. Wenn es dem Sünder gut geht und dem, der versucht, ein guter Mensch zu sein, gerade dem geht es dreckig. Auch diese schwierige Frage an den Richter erspart die Schrift uns nicht. Das Buch Hiob und auch andere, auch Buch Kohelet oder so, ist manchmal wie eine dunkle Schlucht, wo du denkst, okay, wo soll denn da der Weg noch rausfinden? Aber auch das mutet die Bibel uns zu. Das ist eigentlich so schön in der Bibel, dass sie nichts ausspart von diesen Erfahrungen des menschlichen Lebens. Und natürlich, es geht weiter. Gott als Richter ist auch ein Thema im Buch Esther. Esther, eine Heldin, die aufsteht in praktischer Situation des ersten drohenden antisemitischen Genozids. Das Buch Ruth zeigt, wie Gott ein Richter ist für eine entrechtete Witwe, die keine Chance hat und Gott erbarmt sich gerade über sie und macht sie zur Urgroßmutter des wichtigsten Königs überhaupt, nämlich Davids, von dem wir schon gehört haben. Und schließlich Maleachi, das letzte Buch des Alten Testamentes, ist ein Ausblick darauf, dass Gott selber als Richter kommt, aber nicht als Richter, der einfach nur den Reichen auf die Rübe haut, sondern der das Herz der Väter den Söhnen zuwendet und das Herz der Söhne den Vätern. Das bedeutet, er richtet unsere Beziehungen wieder her. Und auch hier sehen wir einen Weg. Der Richter möchte nicht einfach nur, dass äußerlich praktisch Gesetze gehalten werden, sondern er zielt letztendlich auch auf dieses Innen ab. Es geht irgendwie auch hier ums Herz. Auch hier am Ende des Alten Testamentes bleibt zwar die Frage offen, wie genau soll es funktionieren, wie kommen diese Linien zusammen, aber praktisch, sie kreuzen sich immer deutlicher in diesem einen Punkt, es geht im Letzten ums Herz. Es geht im Letzten ums Herz und zwar um dein Herz. So. Und es ist eine eigenartige Situation, die Jahre so 300 vor Christus bis 0 sind in der jüdischen Geschichte eine sehr schwierige. Es ist einerseits das Reich von Alexander dem Großen, der praktisch alle Reiche in der ganzen Gegend platt macht und dann die griechische, eigentlich relativ säkulare oder heidnische Herrschaft nach Israel kommt. Und es kommt nie wieder zurück zum alten Glanz. Es ist nicht mehr klar, wer eigentlich rechtmäßiger König ist zu dem Zeitpunkt. Dann kommen die Griechen und nachher kommen die Römer. Und es ist keine ganz arme und unbedeutende Provinz, aber sicherlich nicht die wichtigste. Du kannst sagen, wow, aus diesem Projekt, dass Gott und Mensch zusammenwohnen, heiliges Volk, heilige Stadt Jerusalem, das ist ja ganz schön gescheitert. Und in dieser Situation des Schweigens oder der Unklarheit, wo auch keiner der großen Propheten auftritt, das ist alles schon ein paar hundert Jahre her, in dieser Situation kommt ein junger Mann im nördlichen Teil von Israel. Ich weiß natürlich nicht, wie er genau aussah. Das ist jetzt aus der Fernsehserie The Chosen, die tatsächlich irgendwie auf sehr schöne Weise zeichnet, wie Jesus vielleicht war oder ist als Person. Und es ist eine sehr spezifische, interessante Situation, wie das Johannesevangelium die ersten Momente des öffentlichen Wirkens Jesu zeichnet. Also ihr müsst verstehen, es gibt im Neuen Testament 4 Beschreibungen über das Wirken von Jesus. 3 von denen haben wahrscheinlich eine literarische Abhängigkeit, also dass sie sich gegenseitig kannten. 1 ist nochmal ganz anders. Es gab in der alten Kirche ganz viele Evangelien, aber man hat die 4 als solide betrachtet, weil sie die ältesten sind
Und weil man gesagt hat, sie gehen auf apostolischen Ursprung zurück, das heißt auf einen der 12 Apostel. Und für uns entscheidend ist nur, es sind wirklich mit Abstand die Ältesten, diese 4. Alle anderen sind deutlich später. Und es sind auch die, die am klarsten geografische Kenntnisse haben. Also es sind die historisch glaubwürdigsten, anders als das Thomas-Evangelium oder was es alles sonst noch gibt, was viel später entstanden ist. Und in diesem ersten Bericht über das Auftreten Jesu, das Johannes, den Johannes verfasst hat, irgendwann im ersten Jahrhundert, passiert was sehr, sehr Interessantes. Dieser Jesus spricht irgendeinen jungen Juden an, so im nördlichen Teil von Israel, im See Genezareth, und sagt, hey, ich kenne dich schon lange, ich habe dich schon gesehen, bevor du da unter dem Feigenbaum gesessen bist. So, und dann kommt der und der ist total erschüttert und sagt, boah, du musst ja der Messias sein, wenn du mich sogar schon gesehen hast, bevor du mich mit leiblichen Augen sehen konntest. Und Jesus antwortet was Geheimnisvolles. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen über dem Sohn des Menschen. Was heißt das denn? Im ersten Bund Gottes oder im Alten Testament beruft Gott Abraham, Isaak und Jakob und will ihnen ein Land zeigen. Warum will er ihnen das Land zeigen? Weil seine Sehnsucht die ist, in ihrer Mitte zu wohnen. Und als Jakob eine Nacht in einem Ort in diesem heiligen Land schläft, hat er eine Vision von einer Treppe, auf der Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und er bekommt einen neuen Namen, der Jakob, und dieser Name heißt Israel. Das heißt, Israel, Volk Israel, bis heute hat als Programm eingeschrieben, das soll ein Haus Gottes sein, so nennt Jakob dann auch diesen Ort. Ein Haus Gottes, ein Ort, wo Engel Gottes auf- und niedersteigen. Ein Verbindungsort zwischen Himmel und Erde. Gottes Sehnsucht. Wie in so einem Alien-Film, ja, irgendwo das Raumschiff will irgendwo landen. Gott sehnt sich nach einem Ort, wo er landen kann. So, hier Nathanael ist ein frommer Jude, er weiß genau, was Jesus hier zitiert. Und Jesus sagt, hey, du bist erstaunt, dass ich weiß, wo du unter einem Feigenbaum saßt, du wirst noch viel größere Sachen sehen. Du wirst die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn, über mir. Und Nathanael, dann bist du die Leiter. Dann geht es hier offensichtlich nicht einfach nur um einen Ort, sondern wie. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde ist in dir, in dir als Person, als Mensch herbeigekommen. Und tatsächlich ist das genau der Anspruch von Jesus. Es geht weiter. Jesus spricht von einem Reich, von einem Königreich. Aber das Königreich ist eigenartig. Man kann fragen, was sind die Gesetze und wer ist der König und wo sind die Landesgrenzen. Aber es ist ein Reich, das offensichtlich in ihm selber herbeigekommen ist. Und an dieser Person Jesu, ob du ihn aufnimmst oder nicht, entscheidet sich, ob du in dieses neue Reich, in diese neue Dimension reinkommst oder nicht. Und Jesus macht es einem auch nicht so leicht. Also der setzt immer wieder seinen Rednern auch dieses Messer auf die Brust, weil man merkt, und man merkt es bis heute, von Gott zu sprechen ist einfach. Wenn du von Jesus sprichst, oh, das ist ein bisschen polarisierend. Wer war denn dieser Jesus? Möchtest du den nicht? Ein bisschen intolerant sozusagen. Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt lauter so intolerante Sachen. Er stellt die Menschen vor eine Entscheidung. Und tatsächlich könnte man meinen, alle wollen den. Der ist so liebevoll und der heilt die Kranken und mit Frauen geht er auch super um. Und die Kinder, die streichelt er und singt. Und er sagt so weise Sachen, aber irgendwas im Herzen des Menschen rebelliert. Und es ist die gleiche Stimme, die zu Eva gesprochen hat, nee, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Und als Gott inmitten seines Volkes wohnen wollte, nee, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Der soll nicht mit uns sprechen, der Gott. Der ist irgendwie gefährlich. Und Jesus konfrontiert die Menschen hinsichtlich der verborgenen Rebellion ihres Herzens sehr deutlich. Und er sagt, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Ihr hört sie deshalb nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Es ist sehr, 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 sehr aggressiv fast, wie Jesus es sagt. Aber er stellt Leute vor die Entscheidung und sagt, wenn du wirklich auf Gottes Stimme hören willst, wenn du wirklich auf Gottes Seite bist, dann nimmst du mich an. Dann machst du dein Herz auf für meine Worte. Aber genau das passiert überwiegend nicht. Das passiert bei manchen, aber bei ganz vielen nicht. Und schließlich endet das Leben Jesu auf gewaltvolle Weise, dass das Volk, zu dem er gesandt ist, dass die Menschen, die ihn so sehr brauchen könnten, dieses Angebot nicht ergreifen. Am Ende seines Lebens spricht Jesus immer öfter, auch in einer Gleichnisrede,
von einer Braut und einer Hochzeit, die kommt, und von einem Bräutigam, auch von der Frage, ob der Bräutigam erwartet wird oder nicht. Jesus spricht nicht so viel über das Gericht und über den Richter, aber man kann schon fragen, wenn im Neuen Testament sich das Gleiche vollzieht, woran sieht man das? Also meine These ist ja die, dass diese zwei Fragen, diese zwei Höhenmesser und Breitenmaß uns eine Orientierung geben in diesem Gebirge. In der Nacht, bevor Jesus hingerichtet wird und ans Kreuz geht, betet er zum Vater. Und in einem Gebet, das er spricht, ist wie sein Mission Statement zusammengefasst. Also praktisch seine Selbstbeschreibung, warum er das alles getan hat. Und er sagt, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Erschaffung der Welt. Wenn du diese Stelle intensiv liest, siehst du diese zwei Bewegungen drin. Erstens, ich habe Sehnsucht nach Nähe. Vater, ich will, dass Nähe ist zwischen denen, die zu mir gehören, und mir. Und zweitens, sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Sie sollen meine Gefühle sehen. Da steht nicht, sie sollen jeden Tag beten und Spenden geben. Was soll ich tun? Sondern meine Sehnsucht für sie ist, dass sie mich erkennen. Ihr Lieben, gekannt zu werden und einen sicheren Ort zu haben, sind die zwei fundamentalen Grundsehnsüchte im menschlichen Herzen. Wenn du weißt, wo du hingehörst, und wenn du weißt, dass du gekannt und geliebt wirst, dann bist du sicher und du bist du glücklich. Das sind die Grundsehnsüchte des menschlichen Herzens. Und jetzt kommt's, und es sind die Grundsehnsüchte des göttlichen Herzens Jesu auch. Und das ist der Grund, Jesus sagt, ich will das, das ist der Grund, warum Jesus am Tag drauf tatsächlich ans Kreuz geht und sein Herz öffnet und tatsächlich am Kreuz sein Herz für uns durchbohren lässt. Am Kreuz. Und das Kreuz ist in dieser biblischen Vorstellungswelt auch der Ort, wo Gott als Richter die Sünde verurteilt. Nicht, weil er blutrünstig ist, weil er das braucht, weil da irgendeine kosmische Rechnung aufgeht, sondern weil das Böse ein abgrundtiefes, vernichtendes Geheimnis ist. Und Gott selbst geht als Opfer in die Folgen der Sünde und des Todes hinein und bleibt gleichzeitig der, der sagt, und es ist nicht in Ordnung, dass Kinder missbraucht werden, ist nicht in Ordnung, dass Häuser von irgendwelchen Menschen kaputt gebombt werden, ist nicht in Ordnung, dass Menschen gefoltert werden, ist nicht in Ordnung, dass Menschen versklavt werden, ist nicht in Ordnung, dass eine Frau vergewaltigt wird, ist nicht in Ordnung. Er ist auch der Richter, und am Kreuz trifft sich beides, das Opfer und der Richter. Und Gott geht an die Seiten von beiden. Und er selbst antwortet in Jesus auf diese Frage, wo bin ich? Auf diese uralte Frage. Gott geht im Garten auf die Suche nach Adam und sagt, wo bist du? Der Adam versteckt sich. Und im Buch Jesaja wird verheißen, eines Tages wird ein Retter kommen und wird den Namen haben, Immanuel, das heißt Gott mit uns. In Jesus ist die Antwort auf die Frage, wo bin ich? Ich bin bei dir. Oder ich bin hier. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus das nicht hier oben im Himmel sagt, sondern hier unten in der Hölle. So tief ist dieser Abstieg ins Dunkel am Kreuzestod, dass in der tiefsten Tiefe, selbst da, wo der Richter verurteilen muss, weil es nur noch Übles gibt, selbst da, wo die Opfer in Scherben liegen, weil sie so geknechtet sind, sagt Jesus, und genau da drin bin ich auch. Um meiner Sehnsucht nach Nähe Raum zu geben, dass hier eine Verbindung kommt. Nicht nur von oben nach unten. Gott spricht durch die Propheten, ich habe Sehnsucht, dass ihr alle gut werdet, sondern von unten. Im Fleisch der Sünde, in der Zerbrochenheit des Todes. Das, ihr Lieben, bedeutet das Kreuz. Beides. Diese Versöhnung zwischen Himmel und Erde und gleichzeitig diese Offenbarung, dass er ein Bräutigam ist, der bereit ist, den kostbarsten Brautpreis zu zahlen, sein eigenes Blut.
und sein Herz zu öffnen, wie Adam im Garten Eden, dem Gott die Seite öffnet und die neue Eva wird, oder die Eva wird daraus geboren. So ist Jesus am Kreuz, er lässt sich sein Herz öffnen aus Sehnsucht nach seinem Gegenüber. Und gleichzeitig ist ein Richter, der Sünde nicht kleinredet, der das nicht Böse nicht bagatellisiert, sondern das Böse verurteilt und gleichzeitig Gerechtigkeit und Wiederherstellung bewirkt. Das ist ja das Interessante. Das Interessante ist nicht, dass der Richter sagt, das ist ganz böse, was der gemacht hat, sondern das Interessante ist, dass der Richter etwas richtet, dass er etwas repariert, dass er auf der tiefsten Ebene unseres Herzens etwas repariert. Du könntest sagen, durch die Durchbohrung und Verletzung seines Herzens werden unsere Herzen geheilt. Jesaja 53, durch seine Wunden sind unsere Wunden geheilt. Das ist dieses Geheimnis, für das es im Letzten keine Worte gibt. Da gibt es auch keine Theologie dafür. Du kannst es nicht ausdeuten. Du kannst nur in diesem Gebirge umherklettern und staunen. Aber ganz genau, das ist es, was im Neuen Testament dann ausformuliert wird und in tastenden, unterschiedlichen Bildern, weil es kein Wort wirklich fassen kann. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Heiden, also wir, solche, die nicht schon zu diesem Volk gehört haben, zum heiligen Volk Israel, durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. Er hat uns freigekauft und hier Dimension von Richter, ein Richter schlichtet, ja, indem ein Richter verurteilt, du musst eine Strafe zahlen, dann passt es wieder, kommt wieder Frieden. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Die beiden Teile, hier sind Juden und Heiden gemeint, aber es lässt sich beziehen auf alle Feindschaft zwischen allen Menschen. Denn wenn du aufs Kreuz blickst, ist keiner, der sagen kann, ja, mit mir hat das nichts zu tun. Es kann keiner sagen, ich habe keinen Punkt meines Herzens, der zutiefst verletzt wurde durch das Böse des Menschen. Jeder ist auch Opfer. Und es gibt keinen, der sagen kann, ich habe an dem Verhängnis dieser Welt aber keinen Anteil. Ich bin der einzig Gute. Niemand. Jeder ist auch Täter. Und deswegen ist das Kreuz der Ort, wo Versöhnung gestiftet wird zwischen Feinden. Und ja, das ist die Grundlage unserer Kultur, dass wir an Vergebung glauben. Dass wir an Gnade glauben, dass wir an Versöhnung glauben, obwohl es der andere nicht immer verdient, obwohl es ich nicht immer verdiene. Daher haben wir die Vorstellung der unverbrüchlichen Menschenwürde, auch zum Beispiel eines straffällig gewordenen. Deswegen die Ablehnung von so Sachen wie Folter, weil wir sagen, ein Mensch hat eine unverbrüchliche Würde, auch wenn er allen Mist der Welt gebaut hat. Das Neue Testament ist eine einzige Meditation über dieses Geheimnis, weil es unauslotbar ist. Es ist so tief, was hier passiert am Kreuz. Himmel und Erde kommen zusammen, die zwei Pole, Bräutigam, Richter. Im Römerbrief wird versucht, es auszubuchstabieren. Wie ist das? Warum hat es früher das Gesetz gegeben im Alten Testament und jetzt die Gnade? Im Philipperbrief gleiches Thema. Im Kolosserbrief gleiches Thema. Was bedeutet das, dass Jesus Christus als Person Himmel und Erde verbunden hat? Im Hebräerbrief wird dieses Geheimnis, was Jesus getan hat, in Kontext gestellt zum Alten Testament. Wie war das früher? Gab es ja auch die Opfer und Jesus hat auch ein Opfer gebracht und entwickelt da eine Theologie. Im 1., 2., 3. und 3. Johannesbrief wird darüber nachgedacht, wie in Jesus Gottes Liebe aufgestrahlt ist. Und es geht weiter. Das ganze Neue Testament wird nicht fertig mit diesem wunderbaren Thema und stellt gleichzeitig die Frage, gut, wenn das die Wahrheit ist, so, wenn das die Geschichte ist, wie können wir im Licht dieser Geschichte jetzt leben? Und da gibt es Bücher, die beschäftigen sich mit dem. Die erste ist die Apostelgeschichte. Da sieht man, okay, Leute, die an Jesus glauben, die sind bereit, ihr Leben für ihn zu geben. Die gehen bis ans Ende der Welt, um von ihm zu erzählen. Da passieren Wunder, da entsteht Gemeinschaft, da entsteht ein neues Miteinander. Dann lesen wir im 1. und 2. Korintherbrief, naja, dass in den Gemeinden das nicht immer nur super gut läuft, man braucht auch Ordnung, aber auf dieser Grundlage von Gnade kann man erstmal weiterbauen. 1. und 2. Thessalonikerbrief auch. Jakobusbrief sagt auch, okay, Nur weil jetzt alles aus Gnade ist, heißt nicht, dass du die Gnade praktisch einfach leichtfertig vergeuden solltest, sondern es geht schon darum, was baust du drauf auf. Aber das ist so, das ganze Neue Testament geht
einmal mehr diese zwei Sachen durch. Ne? Also wenn wir wirklich ein neues Volk Gottes haben in der Kirche, in der Gemeinde, wie sollen wir dann leben? Das ist eine Frage, die Jakobus stellt. Wie sollen wir uns verhalten in diesem Haus Gottes? Und gleichzeitig auch, was ist die Gerechtigkeit jetzt im Heiligen Geist? Es ist nicht die gleiche wie im Alten Bund mit Werken, sondern eine, die Gott selber durch seinen Geist in uns wiederherstellt. Und der Bräutigam, das ist so ein Thema, das im Neuen Testament erst längere Zeit nach den Evangelien nicht mehr so deutlich kommt. Aber am Schluss stellt sich eine Frage, okay, aber wohin läuft das alles? Auf was läuft das raus? Und was wird mit dieser alten Verheißung, dass es eines Tages vielleicht wieder so wie Eden wird? Und da ist die Bibel verhalten. Die Bibel gibt uns nicht irgendwie ein Orakelbuch 1:1, sondern das letzte Buch der Bibel ist eines der geheimnisvollsten. Und da wird dieses Bild der Stadt wiedergebracht. Denn ihr wisst ja, in diesem Königreich Israel gab es auch eine heilige Stadt, Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Und diese Stadt steht symbolisch für heiles Miteinander von Menschen. Das ist eine Stadt, da muss man sich irgendwie arrangieren als Menschheit. Und aber gleichzeitig gibt es da einen Tempel und Gott wollte ja das Heiligtum haben, das in ihrer Mitte wohnt. Und die Offenbarung zeichnet ein Bild, wie dieses System, wenn man so will, der Gnade und der Liebe auch in Konflikt gerät mit den Mächten der Welt. Es ist sehr symbolisch, sicherlich nicht 1:1 wörtlich zu verstehen, aber es zeichnet praktisch, dass es wie Geburtswehen sind, bis mehr und mehr etwas Neues hervorkommt. Und dieses Neue hat einerseits Ähnlichkeit zum heiligen Berg Zion und außerdem ist es eine heilige Stadt. Das neue Jerusalem, deren Tore Tag und Nacht geöffnet sind und die erfüllt ist mit dem Licht Gottes. Und die Verheißung, die am Berg, am Sinai begann, erfüllt und vollendet, dass nicht nur einzelne Menschen heimgeholt werden in diese Sehnsucht nach Nähe, sondern letztendlich sogar die Natur, die Schöpfung, alle Völker, ein ganz wunderbares Panorama, an dem wir mitbauen dürfen, dass dieses Reich Gestalt annimmt. Ihr Lieben, wir sind ziemlich am Ende schon. Ich möchte am Schluss einfach die Frage stellen, was hat das mit jedem von uns persönlich zu tun? Also es ist jetzt interessant zu sagen, kulturell. Es ist erstaunlich, was in diesen Büchern drinsteht. Die Katholiken haben übrigens noch ein paar mehr. Da gibt es noch das Buch Judith und Makkabäer, aber das passt im Großen und Ganzen auch in diese Storyline rein. Also ein paar Bücher habe ich jetzt übersprungen. Ich möchte enden mit einer Geschichte, die es sehr, sehr gut zusammenfasst. Auch im Johannesevangelium, ein paar Kapitel später, geht Jesus an einem historisch sehr bedeutenden Ort spazieren. Es ist ein Ort, wo schon ganz viel im Alten Bund passiert ist. Tatsächlich gibt es da eine Quelle von Jakob. Also der gleiche Jakob, der Israel heißt und mit Engel Gottes auf und nieder, der hat dort einen Brunnen gegraben. Und an diesem Brunnen sitzt eine Frau. Hochgradig metaphorisch, weil Israel ja oft als Frau bezeichnet wird. Und diese Frau, der geht es nicht gut, die muss jeden Tag mittags her Wasser holen und sie muss mittags gehen, weil sie ist nicht so ganz vorzeigbar. Sie hat ein Verhältnis nach dem anderen, sie ist nicht ordentlich verheiratet und so. Und deswegen ist sie offensichtlich vom Volk ausgestoßen und muss mittags gehen. Und Jesus fädelt das ganz elegant ein, dass er gerade dieser Frau begegnet und fängt mit ihr ein Gespräch an, das über Wasser beginnt, über das normale Bedürfnis nach Wasser. Und was dann eine interessante Wendung nimmt, und sie sagt, ihr Juden, ihr sagt ja, man soll auf diesem Berg anbeten. Unsere Leute beten auf diesem Berg an. Und auf einmal sind sie in einem religiösen Gespräch, wo es um die Frage geht, das ist ja die Frage, die Bibel die ganze Zeit stellt, in welchem Verhältnis sind wir zu Gott, zu dem da oben? So. Und komischerweise macht Jesus dann so. Und er legt seinen Finger in ihren wunden Punkt und sagt, hol erstmal deinen Mann. Warum sagt er nicht, hol deinen Hund? Oder gib mir ein Taschentuch. Weil genau das ist das Problem. Das ist genau das, was sagen, Mann, ja, ich habe also. Und dann sagt sie so ausweichend, ja, ich habe keinen Mann. Sagt Jesus, stimmt, du hast keinen Mann. Du hast schon 5 Männer gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Also hast du die Wahrheit gesagt. Total nett von Jesus, der hätte voll in die Pfanne hauen können. Und es ist interessant, wie Jesus ihr Lotterverhältnis mit den Männern wie zusammenpflicht
zu diesem Thema, dass sie jetzt an einer Quelle sitzen. Und er sagt, weißt du was? Wenn du das Wasser, das ich für dich hätte, das aus diesem geöffneten Herzen fließt, trinken würdest, dann hättest du nie wieder Durst. Dann müsstest du nicht mehr jeden Tag hierher kommen, um Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen, sondern dann wäre existenziell dein Durst, deine Sehnsucht nach Nähe gestillt. Und er spricht hier nicht nur zu dieser Frau, sondern zu seinem Volk Israel, das sich verrannt hat in Götzendienst und in alles Mögliche und die sich Zisternen gegraben haben, die das Wasser nicht halten. Und im Letzten spricht er genauso zu dir. Wie wäre es, wenn du mit einem Hubschrauber abgeworfen würdest, irgendwo in einem Gebirge und du würdest dich nicht auskennen? Weißt du was? Dein Herz ist so ein Gebirge. Da gibt es diese Schluchten, da gibt es die dunklen Täler, da gibt es Orte, wo du dich nicht auskennst, wo du die Frage stellst, was ist denn die innere Mitte? Und Jesus hat eine Sehnsucht für diese Welt und das ist die gleiche Sehnsucht für dein Herz, dass ein Ort der Begegnung hier entsteht. Und auf geheimnisvolle Weise ist der nah an deiner tiefsten Wunde und auf geheimnisvolle Weise ist dieser Ort zugänglich durch seine tiefste Wunde. Durch seine Verletzbarkeit, in der er sich offenbart, als der dich leidenschaftlich liebt, aber auch der deine Gerechtigkeit will, der dich zurecht richten will. Ihr Lieben, das ist die unglaubliche und unvorstellbar schöne Geschichte, von der die Bibel erzählt. Von zwei großen Menschheitsfragen, nämlich der Frage, wo bin ich? Auf die Gott antwortet, ich bin genau hier. Und ich will, dass dieser innerste Ort von dir ein Ort ist, wo ich wohne. Und ich will, dass in dieser Welt ein Ort entsteht, wo ich wohne. Und die zweite Frage, die wir haben, was soll ich tun mit dieser Welt? Und seine Antwort ist, mich kennen. Denn die zwei tiefsten Grundsehnsüchte unseres Herzens sind, ich will irgendwo hingehören, ich will wissen, wo ich hingehöre und wo ich sicher bin, Sense of Belonging, und ich will gekannt und geliebt werden. Und in diese Grundsehnsüchte unseres Herzens, in diese unsere Herzenslandschaft, die oft zerklüftet ist und die unwegsam ist, tritt auch dann, wenn du dieses geheimnisvolle alte Buch aufschlägst, das auch wie ein Gebirge ist, auf einmal jemand, der das Wort Gottes selbst ist als Person. Und er spricht dich an und sagt, auch du wirst die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen. Und auch du wirst ein Wasser trinken, wo du nie wieder dürsten wirst, wenn du an mich glaubst. Das ist die Botschaft der Bibel, die sich durchzieht und es ist kein abstraktes Ding für früher, für irgendwen, sondern es ist an dich persönlich gerichtet. Ohne Zwang und ohne Druck, aber die Einladung in die Reise deines Lebens.